Herzlich willkommen bei den alten Herren zu einer weiteren Episode DayZ Standalone. Mit mir Onkel Bob. Und mit mir Skanon, hallo! So, dann mal weiter. Was wollten wir machen? Wir suchen Elektro. Genau, Elektro. Nach unseren fulminanten Toden. Ja, unser Zeug wird eh nicht mehr da sein. Nein, das nicht, aber ich hoffe auf gute Chancen, dass man vielleicht noch was findet. Also jetzt nicht von meinem eigenen Gear, aber vielleicht andere Dinge. Ich würde da gerne den Kerl mit der M4 finden. Der wird uns jetzt eher finden, wahrscheinlich. Ach, ich habe eine Schippe. Ich habe nicht. Ich habe meine bloßen Fäuste. Ah, die sind auch gefährlich. Habe ich gemerkt. Der Zombie, der hat mich niedergeschlagen. Hier ist diese gottverlassene Insel, wo ich das letzte Mal drauf gespawnt bin. Ich erkenne sie sofort wieder. Aha. Warst du nicht auch auf irgendeiner Insel? Ja, aber die war nicht weit vom Land entfernt, da konnte ich nicht mal, brauche ich nicht mal schwimmen, da konnte ich rübergehen. Okay, dann war das woanders. Also, falls du mich siehst, ich habe einen orangenen Rucksack und eine rote Mütze auf. Ist ein Leuchtturm auf deiner Insel gewesen? Die von der letzten Folge? Da, wo du jetzt gerade drauf vorbeigelaufen bist. Ja, hinter der Insel ist noch eine Insel und auf der Insel ist ein Leuchtturm. Ah. Noch eine kleinere ist dahinter, mit einem Leuchtturm, ja. Warte, sind da auch Stein? Ist das eine felsige Insel? Also die kleine Insel, die kann ich nicht so richtig erkennen, aber da sind wenig Bäume drauf. Aber auf der großen sind verflucht viele Bäume. Mit einem Funkturm sogar ganz oben. So wie ich das erkennen kann von der Ferne. Aha. Bist du etwa auf der? Nein, ich bin in einem Festland, aber ich kann von hier aus eine kleine Insel mit Leuchtturm sehen. Die nicht weit weg ist. Ist die Insel unten in der Ecke. Bei rechts von Elektro. Okay. Da bin ich aber auch bald. Ich bin gerade bei dem Dorf hier, rechts von Elektro. Oder, Moment, da bin ich schon dran vorbei. Ach, was weiß ich. Ich sollte aber die Map vielleicht mal auf einem anderen Monitor machen. Das wäre ein Gedanke wert. Ja, das mache ich mal für die nächste Folge. Muss mich dran nochmal dran erinnern. Ja. Wenn ich es nicht selber vergesse. Mal wieder meinen ersten Arbeitstag und... Oh. War zwar echt toll, aber ich hatte auch gemerkt, Luft war doch wieder raus, recht schnell. Ja. Langen Urlaub dann wieder in diese Arbeit reinsteigen, das ist schon tödlich. Das geht, glaube ich, in Bürojobs besser. Kann ich nicht beurteilen. Soll ich mal Komi-Shovo oder wie das heißt? Ein halbes Jahr lang, du hast ja ein Jahr lang Büro-Zivi gemacht, genau wie ich. Aber es war auch viel Gruppendienst. Ah, das auch. Aber für alle, die sich fragen, was ein Büro-Zivi ist. an der Arbeitsstelle, also ich bin Onkel Bobs Nachfolger geworden bei dieser Stelle, war vormittags mein Aufgabenbereich Büroarbeiten zu erledigen und im Nachmittagsbereich habe ich dann die Gruppenaktivitäten unterstützt. Die auch sehr spaßig waren. Ja, die waren auf jeden Fall. Die haben richtig Spaß gemacht. Weitaus besser als die Gruppen, Büroarbeit? Als Büroarbeit, jawohl. Weißt du, wie du mich in das eine Datenverarbeitungsprogramm einarbeiten solltest? Du hast mir nur kurz gezeigt und danach sind wir Currywurst essen gegangen. Und dann sollte ich da was eingeben und ich hatte keine Ahnung von nichts. War ein schreckliches Programm. Aber wir haben in der Arbeit auch so ein furchtbar schreckliches Programm. Das heißt X-Time, das ist so ein Arbeitszeitverwaltungstool. Aber das ist irgendwie aus den 80ern, so wie das aussieht. Und so bedient sich es auch. Oh, ich glaube, ich habe Elektro erreicht. Ach was. In Elektro, ja. Ich sehe da die Schule. Ja, ich brauche noch ein paar Meter. Oder warte mal, vielleicht ist es einfach nur eine kleine Stadt. Kann auch sein. Elektdorf? Elektdorf! Die Pokémon. Ich habe gefunden eine Pudelmütze, Gaskanister, Papier. Okay, es ist keine Pudelmütze, es ist eine bestimmte Kappe. Wird hier gerade angedeutet, in Ordnung. Oh, was habe ich denn da? Eine T-Shirt-Beige. Oh, es gibt Bandage. Ich brauche was zu essen und was zu trinken. Och, ich bin so froh, ich habe gerade was zu essen gefunden. Ich habe es wieder...
Weggelegt, ich Depp, und jetzt ist es erstmal verschwunden, jetzt muss ich warten. Nein, es liegt in der Wand. Ja, da war es gerade. Ich habe da eine kleine Insel mit Leuchtturm gefunden. Voller Steine, mit drei Bäumen drauf. Ja, dann bist du gleich in Elektro. Es kann jetzt auch nur Pech sein, dass das Ding jetzt in der Wand liegt und ich mich nicht mehr drankomme. Super. Also ich habe eine Frau, habe ein blaues T-Shirt an und eine Mütze auf dem Kopf. Farbe? Mütze ist grau, das Rest ist blau. Gehen solltest. Gut, dann kriegst du meinen Shovel schon mal nicht ins Gesicht. Ich werde auch einfach da mal wackeln. Okay. Nicht, dass du da noch eine andere Frau triffst, die vielleicht genauso aussieht. Du denkst, das bin ich und die schießt dich über den Haufen. Lauf jetzt erstmal entgegen. Ich lauf direkt. Läufst du auf der Straße oder am Meer? Der Küste. Also ich brauche noch ein paar Meter. Ich sehe den. Ich bin immer noch nicht am Leuchtturminsel angekommen, ne? Bin nicht angekommen. Ja, dann suche ich nochmal weiter. Oh, rote Kette. Serverneustart. Nee, bei mir habe ich keine rote Kette. Ein schwebender Busch. Ist das nicht cool? Wenn man da drunter durchkrabbeln kann? Tatsächlich. Das ist die perfekte Tarnung. Ja. Steh auf. Steht's jetzt mit dem Busch? Nee, mit meinem Charakter hier. Der Busch ist schon auf. Oh, Zombie! Jetzt laufe ich aber. Ich habe keine Lust auf einen weiteren Faustkampf. Nee, Faustkampf mit Zombie würde ich auch gar nicht machen. Nein, ich bin doch. Doch, Elektro, ich habe das Krankenhaus gefunden. Sehr gut, ausräumen. Ja, ich muss jetzt mal den Zombie loswerden, ich habe keine Waffe. Findest bestimmt ein paar Spritzen. Jag mir einfach alles in den Hals, was du da findest. Einfach mal die Feuerwache hier vorne, mal sehen, ob ich noch irgendwas finde. Bestimmt den Kerl mit der M4. Es gibt echt Leute, die haben Geduld, die sitzen Minuten oder Stunden lang in einer Ecke und warten, dass man vorbeikommt. Oh, die Leiche von dem einen liegt noch da oben. Ja, Leichen verschwinden ja nicht mehr aus irgendeinem Grund. Und meine Leiche liegt auch noch da. Mit zurück? Werde ich gleich herausfinden. Wenn du jetzt schießt, vergiss nicht, das hört jeder. Also. Beste ist noch da. Na gut, er hat vielleicht so ein bisschen ausgeräumt, aber es ist noch so einiges da. Meine Leiche auch noch da. Zwischen den großen Toren bin ich erschossen worden. Wenn ich von über gekippt bin, müsste ich in der Wand liegen. Mit Füßen müssen nochmal rausgucken. Dort? Mal gerade, zack. Kaum in Elektro angekommen, ruckelt schon wieder. Deine Leiche liegt hier noch. Cool. Aber ich hab eh nichts dabei. Ach, geh ich nicht nochmal. Zombie am Krankenhaus. Ey, fällst du vielleicht mal um? Der stirbt nicht. Jetzt.
Okay, ich habe jetzt kein Hemd mehr, T-Shirt mehr, das habe ich nur mein weißes Unterhemd an. Ah, im Gangster-Style. Ja, wohl eher überlebender Style. Oh, ich bin schon wieder infiziert. Nochmal hoch aufs Dach gehe. Nochmal runterfallen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich bin froh, dass ich schon gewisse Sachen wieder habe. So, du bist beim Krankenhaus, hast ja, du gesagt? Ich räume es gerade aus. Ich komme zum Krankenhaus. Eine Bloodbag gefunden. Aber leider kein IV-Kit. Meine Leiche hat einen Erste-Hilfe-Kasten mit dabei. Willst du den vielleicht mitnehmen? Ich glaube, jetzt. Da ist ein IV-Starter-Kit drin, dann kann ich mir Blut abnehmen. Oder du mir, besser gesagt. Ich habe ein Bloodbag dabei. Ich habe diverse Erste-Hilfe-Kästen auch dabei. Nochmal zurück. Ah, Desinfektionsmittel. Oh, sehr gut, sehr gut. Verrottetes Obst überall. Gaskartusche. Oh, und 5% Sardinendose. Nehme ich doch mit. Esse ich gleich. Ich gehe doch nochmal aufs Dach. Du bist mutig. Ja. Kann ja nicht zweimal derselbe Fehler passieren. Nein. Oh. Notdürftig versuche ich mal durch die Wand zu glitschen da oben. So, ich gehe mal in die Schule. Ich brauche langsam mal Nahrung. Erfolg. Mein Durst ist schon orange. Ah, ich würde auch jetzt also fast den schon Knaben verrottete Sachen komplett essen. Komplett ausgeräumt. Ich nehme eine leere Wasserflasche mit, die habe ich ja vorhin selber hingeschmissen. Mit? Habe ich schon eingepackt. Nein. So, mal gucken, ob ich durch dieses Fenster glitschen kann, indem ich... Ja, dann gehen wir halt hoch. Ich würde gerne jetzt zwischenspeichern. Gibt's nicht. Oh nein. Ich dachte, ich hänge in der Wand. Nichts hier in der Schule, alles ausgeräumt. Ja, dann drück mir doch mal die Daumen. Geht gerade nicht. Ah, ich habe ein Hemd gefunden. Oh, es geht. Er geht nochmal die Treppe runter. Juhu, sie. So, ich habe jetzt ein blaues Holzfällerhemd an. Du bist in der Schule? Ja, aber gerade fertig geworden. Ich komm jetzt raus wieder. Ah, der ist noch eine Etage. Komm in. Geh den Supermarkt mal hinter der Schule. Ja, hier gibt's nix. Ich geh wieder raus. Ich brauche wirklich was zu trinken. Ich bin jetzt in dem Supermarkt hinter der Schule. Nicht, dass du da gleich wild auf mich in einen grünen Rucksack drauf eindrischt. Ja, ich habe noch ein grünes Holzfällerhemd, wenn du es haben willst. Es hat zwei Slots. Nee, ich bin gerade sehr zufrieden. Es hat zwei Slots. Ja, dann nehme ich's.
Hier liegt nur noch Schrotmunition und ein Küchenmesser, wenn du das haben willst, dann nehme ich es dir Mein mit. Charakter hat gerade gesagt, oh fuck, that hurts. Ah, das ist schlecht. Ja, ich glaube, dem geht's nicht so gut. So, also hier ist nichts mehr drin. Das Küchenmesser möchte ich aber nicht haben, ich habe die Schaufel. Ich brauche Painkiller, glaube ich, wenn du sagst, dass es so weh tut. Noch in der Schule? Nein. Wo bist du? Hinter dir. Bist du denn mit der Ah, da. Axt? Ich wackel Ja, hier. Wackel, hin wackel, und her. wackel. So, ich leg dir das Hemd mal runter. Oh, man hat wieder einen Haltungsschaden. Das geht nicht mehr weg. Ein Du klingst auch nicht so Haltungsschaden. gesund. Auch mir geht's gut. So, ich brauche ganz dringend So. Schmerzmedikamente. Da hinten ist noch irgendwo eine Ich Feuerwache. verdurste übrigens so bald. Hast du irgendwas für mich? Ich habe eine Wasserflasche, wenn die haben Ist da was möchtest, ja. drin? 100 Oh, dann Prozent. hätte ich die gerne. Aber hier war noch keiner. Ein Buch. Oh, geil. Wäre schön, wenn wir dann irgendwie einen Brunnen finden, dass ich die Wasserflasche mal mit auffüllen kann. Ja, die Suche der Brunnen, das ist immer so eine Sache, ne? Es kommt ja, bevor du mir verdurstest, müssen wir uns schon wieder suchen. Hoffentlich verschwindet die jetzt nicht. Ja, lass es dich im Haus. Hinter Ach so, dir. hinter mir? Ich sehe keine. Ich hab's doch gar nicht Ach so, hingelegt. warte, lass es hier auf der Straße machen, nicht im Haus. So. Wähle sie auf dem Ich Boden. sehe sie, super, dankeschön. Wenn du was getrunken hast, gib sie wieder her. Ich fürchte, ich muss die austrinken, ne? Mein Glaube ich Durst ist nicht, orange. komplett. Immer noch orange. Ne, jetzt ist gelb in einem Schluck. Immer noch gelb. Ich muss sie doch austrinken. Ich bin auch bei Gelb Ah, von okay. Anfang an, also dementsprechend. Ja, jetzt ist aber zu spät. Ist immer noch gelb. Okay, ich werf sie runter. Liegt sie da? Bei 0% hätte es auch behalten können zum Dann Nachfüllen. behalte ich sie. Lass uns jetzt mal als Priorität einen Brunnen finden. Ich würde nämlich gern Wasser haben. Ja, ich fürchte, hier in Elektro gibt es nicht so viele Brunnen. Naja, aber. Oh, eine Dose Cola und ein Motorradhelm. Das ist schon wieder irgendein Hemd, ein blaues. Geh mal zur Feuerwache. 10 Schuss für die Schrotkanone, die es gar nicht gibt. Doch nicht. Feuerwache waren wir doch schon, oder? Ach, Hier ist ist die noch eine zweite andere. Feuerwache. Oh, verdammt, man hat echt Schmerzen. Ich guck mich mal hier um. Das Haus. Auch noch keinen drin gewesen zu sein. Ja, so eine Mütze, aber so viel dann doch nicht mehr. Hier noch ein Haus. Das Haus, dann nehme ich das nächste. Ah, Ach, mein das ist eins Nacken. von den leeren Häusern. In diesen Häusern spawnt nie was. Oh, mein Charakter hat echt Tür Schmerzen. öffnen. Auch nix. Ich hoffe, da liegt ein Erste-Hilfe-Kasten in der Feuerwache. Oh ja, der Erste-Hilfe-Kasten. Warte mal, lass mal schauen, was ich dabei Hast habe. einen? Ich habe mehrere. Vielleicht ist da Der ist jetzt Painkiller erstmal drin. ver. Da habe ich einen auf die Straße, der müsste gleich wiederkommen. Durch den Server-Lag. Da ist er. Was habe ich denn drin? Eine Bandage, Ah, nix, schade. Water Purification, IV Starter Kit. Gut, das ist in jedem drin. Ich nehme mal eine Bandage, ne? Ah, da ist der zweite sogar aufgetaucht. Guck mal in den rein. Da ist selber drin. Der ist aber komplett ruiniert. Auch nicht.
So, dann nähern wir uns mal der Feuerwache. Das Tor ist offen, das heißt, es war schon jemand hier. Na, vielleicht hat man ja Glück. Also laut, wenn mein Charakter rumbrüllt, dass er Schmerzen hat, ey, da wecke ich ja jeden auf. Okay, im Erdgeschoss ist nichts. Oh, eine Brille. Ach, das ist doch was Ja, für der dich. Ausflug hat sich gelohnt. Blue Hoodie. Das heißt ein neues Hemd, okay. Was liegt denn da? Pistole ohne Munition. Und eine Pistole ohne Munition. Das hat sich ja echt Ah, gelohnt. schön. So. Ja, wohin? Brunnen suchen. Noch Schmerzmittel unterwegs. Ja, dazu müssen wir ins Krankenhaus, ne? Na gut, dann begeben wir uns jetzt in die Wildnis, ohne Essen, ohne alles. Ich habe immer eine Dose Cola dabei. Das ist Essen. Aber du hast doch Desinfektionsmittel dabei, oder? Ja. Gut. Ich habe eine geschlossene Dose Spaghetti. Ich habe ein Küchenmesser, ein sauberes, womit noch keiner umgebracht wurde. Ach stimmt, das habe ich auch. Aber weißt du was, bevor wir da jetzt groß losrennen, lass uns nochmal die Eine kleine Folge Pause machen, beenden. eine gute Idee. Ja, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Macht es gut.